Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Szenario Elterliches Dilemma. Ja, heute ist Montag, die Kids sind jetzt also in der Schule und ich möchte ganz gerne mal Freundschaft schließen bei den beiden. Unsere Mutti, okay, Telefon, halt, hä, bei wem? Oh, Küsschen, okay. Manieren steigen, das ist gut. Und hier, hoch. Falsches geklingelt, oder? Ich meine Mobilfe. So. Auf Monieren. Das brauchen meine beiden, ja. Ja, also wir, Jennifer Martinez. Sie ist ja schwanger und ich bin im dritten Trimester. Das heißt, ich glaube, irgendwann wird das Baby kommen. Ja. Und Pablo, der wird um 14 Uhr auf die Arbeit gehen müssen. Das heißt, ich schicke dich mal hier draußen mal wieder ein bisschen boxen. Wir haben unseren defekten Box-Sachs hier draußen. So, ich muss, wenn die Kids nach Hause kommen, muss ich hier oben ein neues Bestreben für Sophia und für Leonardo machen und den ersten Level abschließen. Es ist zwar ein bisschen doof, weil ich ja eigentlich das schon geändert hatte und jetzt schon auch mit beiden ein bisschen angefangen hatte, ne? Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich damals gekommen. Ja, das erste hat sie hier schon geschafft gehabt von Geist und Körper. Da war ich jetzt beim Fahrradfahren, was sie nicht bis jetzt noch nicht geschafft hat. Und bei ihm bin ich sogar beim 3. Nein! Oh Mann, ich war sogar bei 3 und so viel hat er hier gar nicht mehr zu tun. Das ist echt blöd. Aber gut, das Spiel möchte, dass wir hier das Bestreben ändern und dass wir vielleicht mit beiden zur Bibliothek gehen, zum Park gehen und Freundschaft mit einem anderen Kind schließen. Es steht aber, hier steht oder und da steht und. Tja, mal gucken, ob wir... Ich habe in der Außenwelt, glaube ich, gar nichts verändert an den Grundstücken. Also ist es alles das Original, müsste das, glaube ich, zumindest sein. Was machst du hier oben? In Bücherblättern. Du bist angespannt. Alles wirkt ein bisschen schmutzig. Ja, ja gut, dann... ich glaube, sie hat den Staubsauger. Komm, stopp. Sag mal, soll sie zugeben, dass sie Videospiele mag? Ach, ja, komm. Das kannst du ruhig zugeben. Auch wenn die Kinder das vielleicht nicht unbedingt erfahren sollen. Was hindert dich daran zu boxen? Okay. Mit den beiden darf ich eigentlich auch nochmal eine Verabredung machen, damit sie auch so ein bisschen ihr Bestreben mal etwas weiterführen. Allerdings... Wie gesagt, sind wir ja schwanger und dann kannst du leicht staubsaugen. Okay, oben wollte sie gerade nicht hingehen zum Staubsaugen. Und dann kriegen wir bald das Kind. Ich hoffe, dass es nur ein Kind ist. Und mal gucken, ob es jetzt in diesen Part kommt. Könnte es sehr gut sein, würde ich eigentlich sagen. Also er boxt, sie staubsaugt. Das heißt, ich kann ruhig ein bisschen vorspulen. Die Kids kommen ja gegen 15 Uhr. Und Pablo muss um 14 Uhr zur Arbeit. So, sie geht nach oben. Was ist eigentlich mit unserem Huhn heute? Oh, da ist ein Ei. Kann ich das einstecken gerade mal? Warte mal. Eier einsammeln. Es sind keine Eier zum Einsammeln vorhanden. Was? Okay, ich nehme mal das Ei hier und verkaufe das. Und das hier verkaufe ich auch. Genau, das... Da hat man noch so andere Sachen. Die Flasche Milch ist in... Oh mein Gott. Kann ich die in den Kühlschrank machen und die hält dann dort länger? Der Käse ist auch irgendwann verdorben. Okay, ich mache dann auch mal in den Kühlschrank. Damit habe ich noch nicht so wirklich Erfahrungen. Oh, du musst auf die Toilette. Ist Pablo schon... Ah, reparier mal. Pablo, achso. So, siehst du, die lernen ein paar Kids kennen. Das ist ganz gut, weil ich habe
ja schon auch so ein bisschen vor. Ja, dem Leonardo, der darf noch sich einen Feind machen. Ich habe eine schon mal so ein bisschen angefeindet. Ein Mädchen, das er kennengelernt hat. Naja, gucken wir mal. Pablo mit Jennifer plaudern. Habe ich ihm eine Elternzeit gegeben oder warum? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, der Toilettengang hat sich damit erledigt. Okay, dann geh mal bitte in dampfende Dusche. Ich habe hier mit ihr auch noch diese blöden Bodengänge zu tun. Oh. Okay, du, ja genau. Kannst dich ruhig mal auf die Toilette setzen. Eigentlich bräuchte ich einen zweiten Staubsauger oder ich mach's mal anders. Wartet mal, ich gebe ihren Staubsauger, den Pablo, in die Hand. Denn er bleibt ja anscheinend zu Hause. So, oberflächlich reinigen. Dann kannst du nehmen. Okay, dann dreht hier mal drauf. Manchmal verstehe ich den Staub hier auch nicht. Hier, und vor allen Dingen, warum. Achso, er hat gar nichts. Hä? Oh, ich war auf dem Falschen. So, fertig. Eine 2 ist eine gute Note. Sind beides immer noch Zweierkandidaten. Leonardo ist mit dem Schulprojekt und Sophia auf. Ui, ui, ui. Das heißt, wir müssen heute Schulprojekte machen. Okay. So, wir gucken aber erstmal, wie geht's euch denn? Sophia scheint es irgendwie nicht ganz so gut zu gehen. Okay, ihr könnt gerne erst einmal Mittagessen. Hast du auch Hunger? Ja, komm, esst mal zusammen Mittagessen. Und dann gucken wir mal gleich weiter. Wenn ich jetzt das erledige, ist denn die optionalen Dinge eigentlich immer gleich mit weg, oder? Naja. Achso, ich habe ihr gesagt, sie soll putzen. Hier, das kannst du dann auch noch putzen. Können das die Kinder eigentlich auch? Nee. Okay. Na komm schon. Mach mal verdorbene Essen aussortieren und dann Reste nehmen. Und danach kannst du definitiv Hausaufgaben machen. Und sie ist ein bisschen hygienisch. Aber egal, du kannst auch direkt Hausaufgaben machen, auch wenn du vielleicht jetzt ein bisschen müffelst. So. Ja, sie hat schon wieder einen lockeren Zahn. So. Oh, sie räumt. Sophia macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Autsch. Das wird lustig, wirklich lustig. Ja. So, bei Hausaufgaben helfen. Was macht sie? Im Baumhaus schlafen. Ach so, sie ist müde. Soll ich sie einfach im Baumhaus schlafen lassen? Oh je. Oh oh. Dann geh mal bitte baden. Komm, nimm den Bad. Ist er fertig? Nee, er geht jetzt Hausaufgaben machen. Okay. Dann hilf ihm mal mit den Hausaufgaben. Unsere Sophia war doch noch nicht fertig. Nee. Sie war nicht begeistert, dass ihr geholfen wurde. Kann das sein? Dann mach einfach mal Hausaufgaben mit links erledigen. Das sollte ja dann eigentlich schnell gehen. Und dann müssen wir Schulprojekte, ja? Ihr müsst einfach gut sein. Ihr müsst einfach gut sein. Wir müssen den Direktor beeindrucken. So. Das heißt, Leonardo, pack mal dein Schulprojekt aus. Können wir das in dein Zimmer stellen? Bisschen doof, oder? Irgendwie haben wir nicht so viel Platz. Ich weiß auch nicht. Guck mal, dann machen wir es da unten hin. Guck mal, da vorsichtig arbeiten. Du musst ein Einser sein. Und ich werde dir auch helfen, ja? Okay. Geh mal schon mal vor. Ich komme gleich nach. Ich muss sowieso ein bisschen Soziales machen. So. Und bei Projekt helfen. Es ist für ihn. Er tut jetzt das Mentale aufbauen. Und der Papa. Irgendwas lernen die doch, glaube ich, auch immer mit, oder nicht? Ich
meine. Ah, Raketen. Nee, Raumfahrttechnik. Warum nicht? So, Sophia ist immer noch am Baden. Raumfahrttechnik-Fähigkeit erworben. Yay. Na, na, dann. Level 5 Mentalfähigkeit. So, sie geht. Ich glaube, sie geht am besten mal draußen. Fragen, ob einsam. Ach, wie süß. Was kannst du nachher mal machen? Was ist das? Minderwertiges Bad. Nein, Bess. Auflegen. Ein Sim fühlt sich nicht nach jedem Bad sauber und frisch. Eine hochwertige Badewanne würde das Erlebnis verbessern. Wie süß. Wo ist sie denn jetzt hin? Die hat keine Lust zu Hausaufgaben, oder? Ich schicke sie zum Hausaufgaben machen und sie hört auf. Oh Mann, im Baumhaus schlafen. Okay, komm, ich lass dich mal schlafen. Ich muss ihre Bestreben noch wechseln. Okay, lasst uns mal gucken. Okay, Pyjama Party Löwin. Ich glaube, das wäre was für sie, oder Pyjama? Wir müssen eine Pyjama-Party hier machen. Sozialfähigkeit, Kreativität, Geschichten, Freundschaftsbändchen austauschen. Gold bei einer Pyjama-Party. Okay. Ich glaube, das könnte was für sie sein. Wir müssen, ja, irgendwie eine Pyjama-Party kreieren. Da können die Kids natürlich auch Freundschaften machen. Ich weiß noch nicht, wann... Oh, oh nein. Familiendynamik schwierig zwischen Leonardo und Jennifer. Mhm. Ja, ich glaube schon. Also, ja, ja. Oh, 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 was war das? Warte mal. Ah, schwellender Groll. Oh! Oh nein, Gefühle von Jennifer gegenüber Leonardo. Ja, er ist halt echt kein Liebeskind. Er ist halt echt kein Liebeskind. Also irgendwie habt ihr die beiden echt verzogen. So, geh mal was essen. Ich glaube, das ist, tut dir ganz gut. Was zum Essen. Yes. Dann glaube ich nochmal kurz auf die Toilette und dann kannst du eigentlich schlafen gehen. Während die beiden immer noch das machen und unsere Sophia draußen im Bauhaus schläft. Und Mutti sagt sich auch an einem wunderschönen Sommerabend, während die Sonne gleich untergeht, esse ich mal draußen. Also ich finde auch, das Grundstück ist echt auch irgendwie schön. Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Ach, wie süß. Ah. Hier, zusammengewachsen durch gute Zeiten. Ah, das geht auch nach unten. Das ist mir noch nie aufgefallen. Verschwindet das auch? Wahrscheinlich dann alle, oder? Also Gefühle von Pablo gegenüber Leonardo. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Okay. Ja, wir machen das hier so zusammen. Das ist toll. So, die Pyjama-Party wird heute Abend nicht sein. Oh nein, Familiendynamik zwischen Pablo und Leonardo. Spaß, Vögel herkommt, die Herren im Haus, die haben Spaß, das ist okay. Pablo ist familienbewusst, sind am glücklichsten im Kreise der Familie und werden bei einer längeren Trennung traurig. Hm. Leonardo hat sein Schulprojekt schnell abgeschlossen, die Zusatzarbeit wurde belohnt. Ja, Leonardo, das hast du gut gemacht. Kann ich eigentlich irgendwas mit dem Projekt ansonsten machen, ne? Okay, das ist super, Leonardo. Hier, wir müssen eigentlich nur noch auf Level 6 Kreativität kommen. Hier kannst du mal aufräumen. Ich mag gerade das noch nicht mit dir aufhören. Ich weiß nicht, ich möchte das Bestreben einfach beenden, gerne. Deswegen... geh mal hier ein Fahrzeug malen. So, Pablo. Oh, Pablo sagt sich, okay, er macht ein bisschen Yoga, das ist nice. Und Jennifer geht, glaube ich, jetzt ins Bett schlafen, hoffe ich, ja. Noch ist das Baby nicht in Sicht.
Noch ist es was? Auf widerliches Benehmen reagieren. Okay, er hat gerülpst, wenn ich das richtig gehört habe. Lernen zusätzliche Fähigkeiten. Von Lernen zusätzliche Fähigkeiten? Nee, Erziehung, aktuelles Maßregeln und zwar, ich sag mal, entschieden, anordnen, nicht zu rülpsen. Ja, ich mach das anordnen. Es ist ja eh eine schwierige Beziehung zwischen den beiden. Genau, er hat dann eine bessere Manieren. Ich würde eigentlich ja auch, aber sie ist halt müde. Aber komm, warte mal. Beibringen, Entschuldigung zu sagen. Können wir das noch irgendwie? Kriegen wir das hin? Nein. Kommt sie wieder runter? Okay, komm, dann jetzt nicht. Aber ich muss daran denken, dass ich das mal mache. Hier geht's ja eh echt nicht gut, deswegen. Also, ich glaube, ja, wir haben jetzt Level 5. Ja, es tut mir leid, aber Leonardo darf nachher noch... Oder, komm, Leonardo, steh mal auf und aufräumen. Das gehört, glaube ich, wieder zu den Manieren. Räum mal auf. Super. Und richtig? Ach nee, das ist Verantwortung. Ach ja, okay. Ich glaube, er muss auch mal auf die Toilette. Okay, dann geh doch mal auf die Toilette und danach Tisch stecken, Party Location in Blau. Das stelle ich mal dahin. Das kann der Papa mal gerade aufräumen. Hier, wegräumen bitte. Wir haben immer noch nicht fertig trainiert. Das heißt, geh mal raus zum Boxen. Unsere Tochter schläft immer noch. Oh Gott, wir kriegen gleich ein Baby. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das Baby hinmache. Wo ich es hinmachen werde. Hier unten ist doof. Ich brauche das Esszimmer. Ich habe sonst nicht so viel Platz. Ich muss es irgendwo oben reinbringen. Und das mit 939 Simoleons. Das wird... Naja, mal gucken. Vielleicht sollten wir noch mal kurz... Ja, oder? Komm, wühl noch mal nach Sommerdekoration dann, Leonardo. Die Wehen haben eingesetzt! Yay, yay, yay! Die Wehen haben eingesetzt! Oh mein Gott, wir kriegen gleich ein Baby. Wir kriegen gleich ein Baby. Mädchen oder Junge? Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. So. Okay. Das sind wieder die Schweine. Okay, also das sollte vielleicht für ein kleines Zimmer reichen. Oh, wie mal. Einmal haben wir hier den Strauß, dann haben wir dieses Schwein für 150 und da ist noch eins mit 150. Okay, gucken wir mal. Wir machen eine Hausgeburt, auch würde ich sagen. Schwelende Wut. Oh je, immer noch wegen dem Sohnemann. Herumlaufende Hühner zusammentreiben. Hä? Schläft unser Huhn nicht draußen? Nö. Eigentlich sollte das schlafen. Ja, sie sollte eigentlich auch schlafen. Leonardo, geh du mal bitte auch dann jetzt schlafen. Nicht im Baumhaus, da schläft deine Schwester, ihr vertragt euch nicht gut. Das muss nicht sein. So, was wollte ich denn gucken? Ach so, 9 Stunden. Nee, ich wollte eigentlich daran gucken. Ich wollte hier mal... Oh, emotionale Kontrolle. Die Manieren sind deutlich besser geworden, aber die emotionale Kontrolle nicht wirklich. Oh, was haben wir denn da? Kindheitsphase. Ach so, die rebellische Phase. Okay, die Manieren... Verantwortung könnte mal auch ein bisschen aufgebaut werden und die beiden unteren eigentlich auch. Na gut. So, bist du ausgeschlafen? Na, ja, zu weit. Dann... Oh, Pablo, du kannst das reparieren. Komm. Es nützt nichts, das aufzuwischen, wenn Wasser nachgeht. Ach, das gibt's doch nicht. Da oben ist die auch kaputt. Oh nein, Pablo, mach hinne.
Ach so, nee, Moment. Die ist ja, die geht ja. Nur wenn der Vater halt mit im Zimmer ist, wird's peinlich. Und Sophia hat weder die Hausaufgaben gemacht, noch das Schulprojekt gemacht. Ja. Ja, also du kannst, warte mal, geh nach oben und das, andersrum, Pablo. Hier einmal, Pablo, reparieren. Was war das? Oh, Jennifer, es hat sich hier mal schlafen gelegt, okay? Auch wenn die Wehen ihn eingesetzt haben, ich habe mich mal ein bisschen schlafen gelegt. So, Level 3 Geschicklichkeitsfähigkeit. Sophia, kannst du hier ein bisschen aufwischen und dann später kannst du noch ein bisschen was essen gehen? Okay. So, ich spule mal ein bisschen gleich wieder vor. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie oder wo. Oder mal Teile blenden. Und Staubsaugen. Wie ich das Zimmer, ja. Oder wo ich das Kinderzimmer machen werde. Zwei großen in eines rein. Das wird vielleicht echt ein bisschen tricky für die Kids. Ich glaube nicht, dass sie sehr begeistert darüber wären. Ich habe so Ansätze von Ideen, aber gut, gucken wir mal. Schauen wir einfach mal. Ja, die beiden schlafen. Ja, staubsaugt immer. Da ein Baby unterwegs ist, hat der Sims Sozialdienst eine kostenlose Wiege bereitgestellt. Oh, 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 Baby kommt. Baby kommt. Na? Was gehen dir da durch die Gedanken? Verschiedenes Essen, was sie dem Baby anbieten kann. Ich weiß ja nicht, wie die beiden, also, wie soll ich das sagen? Sie haben ja jetzt zwei Kinder und die sind ja nicht gerade so leicht und ich denke mal, sie hoffen wahrscheinlich, dass sie das irgendwie hinbekommen. Oh oh. Ach, je, dass du dich jetzt auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, kannst du auch vielleicht baden gehen? Guck mal. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert. Ach so, warte. Oh, Jennifer, warum stellst du dir die auch vollkommen in den Weg hinein? Ja, ist sie deswegen nicht rausgekommen? Konnte sie deswegen noch nichts machen? Schwanger in den Wehen. Es geht los. 0 Minuten steht nämlich hier. Emotionale Kontrolle plus. Was macht sie? Ach, sie räumt. Nee, die spielt. Räum das mal weg. Komm. Das Kind will nicht kommen. Wo ist der Papa hin? Ach, der schläft mal lieber im Baumhaus. Es ist mir zu stressig im Haus. Ich gehe mal im Baumhaus schlafen. Oh nein, hier ist das nächste kaputt gegangen. Was ist denn los? Was ist denn los hier, Leute? Das kannst du auch aufräumen. Ah, was macht sie denn jetzt? Hilfe. Okay, sie ist ein angenehmes Bad, hat sie mal genommen. Ja, sie hat, naja. Oh, ich glaube, sie hat es doch noch aufgeräumt. Okay. Verantwortung plus. Danach gehen wir hier so ein bisschen spielen. So, die Jungs schlafen. Was ist los, Jennifer? Wann kommt das Baby? Oh, Level 2 der Logikfähigkeit. Wieso Logik? Krass. Sie baut gleichzeitig mental und Logik auf. Das ist cool. Unser Kühlschrank ist kaputt.
Komm schon, Jennifer, ich möchte, dass das Baby jetzt noch kommt, bitte. Schlafen. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Baby bekommen. Hier. Komm schon. Es ist so weit. Gott sei Dank. Ich hoffe nicht, dass mein Szenario danach aus ist. Ariola! Es ist ein Mädchen, ein Mädchen. So, Nadja. Nee, ich bin ja immer so eine, ich nenne es ganz gerne mit M beginnend. Ja, wenn jetzt irgendwas mit M kommt. Aber es kommen andere Namen. Okay, Mareike. Okay, Mareike Martinez. Ja, das hört sich doch gut an. Und ein Baby. Das ist ausreichend. Mareike. Auf die Stirn küssen, liebkosen, reden. Und dann muss ich erstmal dringend was essen. Oder gebe ich ihr was zu essen? Kann ich hier direkt Babypflege füttern? An die Brust nehmen. Das mache ich gerade noch. Und dann gehe ich. Ja, den Kühlschrank. Gehe ich erstmal reparieren und dann Reste nehmen. Ich schicke sie auch ganz bewusst nach unten. Denn ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, ein Tschüss und Goodbye. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ich baue hier vielleicht jetzt so ein kleines bisschen um, sodass unsere kleine Mareike einen kleinen eigenes Bereich hat, wenn ich es denn hinbekomme. Ja, oder dass sie ein Zimmer mit ihrer Schwester zusammen bekommt. Das weiß ich nicht so ganz genau, ob das so gut sein wird. Ihr werdet es sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sakinai Dotato.